Bezahlen fürs Parken ist für viele Tübinger Normalität. Was bisher aber noch nicht überall der Fall war, soll laut Tagblatt schon bald im kompletten Stadtbereich gelten. Dann soll die Parkraumbewirtschaftung, wie das kostenpflichtige Parken offiziell heißt, beispielsweise auch in deren Dingen eingeführt werden. Beschlossen hatte dies der Gemeinderat bereits 2020 als Teil der Klimaschutzoffensive. Durch die zusätzlichen Einnahmen sollen zum Beispiel Bustickets günstiger gemacht werden. Vom Bewohnerparken ausgeschlossen sind Gebiete, die eigene Konzepte zum Parken haben, wie zum Beispiel Teile des Lorettos. Für Erzieherinnen soll es außerdem vergünstigte Monatstickets geben.